Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich habe mal, wie ich gesagt habe, die Fläche hier ein bisschen erweitert. Habe auch da vorne was abgebaut. Die Karotten sind jetzt nämlich hier. Und dafür sind die Sweet Potatoes sind jetzt hier. Wir haben noch sozusagen zwei Felder in die Richtung. Also drei habe ich, glaube ich, in die Richtung gemacht. Und zwei in die Richtung. Aber es. Oder nee, auch. Nee, doch, zwei. Ja, zwei. Dann bin ich hingegangen, wie gesagt, habe die Karotten umgesiedelt, weil da drin war mir zu wenig Platz. Hab das jetzt mal hier aufgestellt. Ich habe jetzt hier sozusagen die Kiste mit. Ist fertig, muss ich noch anpflanzen. Mit Kiste. Ist fertig und nur nochmal zur Sicherheit da. Und dann habe ich jetzt dann hier noch schöne Drawer mir hingestellt, dass ich immer wieder auch mal meine Instrumente ab, einfach ablegen kann. Hier habe ich Seeds drin und da habe ich die Sachen drin, die wo ich schon fertig habe, die wo ich irgendwann verarbeiten kann oder in die Fässer aufräumen, beziehungsweise die Seeds, die wo ich hochzüchten muss. Des Weiteren habe ich für mich jetzt entschieden, ich mache jetzt erst einmal in der heutigen Folge, wie gesagt, bis ich eure Antworten alle gelesen habe, mache ich es jetzt erstmal so, dass ich jetzt diese fünf heute versuche zu machen. Und zwar nicht hochzüchte auf 10, 10, 10, sondern einfach nur züchten. Wir fangen oben an. Oats, dafür brauche ich Corn und Rice. Rice habe ich. Corn habe ich. Wie muss ich dich anpflanzen? Ganz normal auf dem Feld. Ich hätte gesagt, ich lasse die Seeds Seeds sein und arbeite mit den Dingen. Zack, zack. Und ja, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, immer auf Viererfeldern zu arbeiten. Falls sich jemand gerade wundert. So, dann haben wir die fertig. Es kann jetzt sein, dass das ganz fix geht. So, wir haben 655 und wir haben Outs. Ne? Rice und Corn. So schnell geht das. So, ein Reis zieht Korn. Die kommen auch gleich weg. Die kommen auch weg. So, das kommt alles da rein. Der Nachteil, wenn man es. Sozusagen zu viel davon hat und noch nicht aufgestellt hat. Okay, so, dann wir haben den ersten. Jetzt brauchen wir Bamboo. Geht auf jeden Fall doch jetzt bis jetzt schneller, als ich gedacht habe. Dafür brauche ich Rice und Korn. Bin ja gerade froh. Moment. Habe ich nicht hin? Da. Oh oh, das wird witzig. Auch Reis und Korn. Für beide. Ich hätte gedacht, es wird einfach. Nein. Schauen wir mal. Nochmal, ich muss mir mal Bamboo angucken. Corn und Rice. Bamboo, ja. Ah, aber ich glaube, ich habe gewonnen. Das ist nämlich Bamboo. Gut, dann haben wir als nächstes Sesam.
Dafür brauchen wir Rice und Coffee. Wird natürlich Rice kann ich dann stehen lassen. Du kommst weg und du kommst weg. Dafür kommst du rein. Du kommst da rein. Und ich brauche Coffee. Eins, zwei, hochzüchten oder hochwachsen lassen. Bist du fertig? Jawohl. Dann haben wir Sesam. Sesam, öffne dich. Ja. Paragus. Dann brauchen wir einen Spargel. Scallion und Korn. Okay, so. Das da kann ich wegmachen, das da kann ich wegmachen. Das da kommt da rein, das da auch. Dann brauche ich noch zweimal Korn und ich brauche, was habe ich gesagt? Ich brauche Scallion. Sei brav und sei da drin, danke. Dann kommst du hier rein und du kommst hier rein. Ja, also es geht dann doch ziemlich schnell. Wie gesagt, aber die nächsten mache ich halt erst auf 10 wieder. Schaut nach Spargel aus. Jawohl. Und ich hätte gesagt, so ist es nicht so schlimm, dass man mal was dabei macht. Wie gesagt, fürs nächste Mal werde ich die dann noch hochzüchten. Reis und Bohnen brauche ich noch. Und wenn er sagt, nee, wir machen das alles komplett zusammen auf 10, 10, 10, was ja kein Problem ist. Wie gesagt, vor allem, weil es ja einfacher ist. Hups. Das kommt da rein, weil das ist schon angepflanzt. Achso, Skalin habe ich noch da gehabt. Also, 5, 6, 5. Das kann ich wegschmeißen. Aber hier habe ich eine 5, 5, 5. Perfekt. Dann habe ich hier noch Korn. Dann habe ich hier, ich glaube, ist das jetzt Lauch? Oder Frühlingszwiebeln? Ich weiß es nicht. Leider, leider für mich nicht erkennbar. Corn Seeds. Was habe ich jetzt gesagt? Brauche ich für Soja? Ich brauche dafür Bohnen und Reis. Bohnen müsste auch hier drin sein. Und Bohnen. Bitte schön ist Chili. Jawohl, Sojabohnen. Und wir haben die nächste geschafft. Jetzt nur mal schnell an den Sojabohnen gezeigt. Nochmalig, ich weiß. Ich züchte dich mal schnell hoch. Klipp dich mal weg. Ich gehe mich mal schnell hinlegen. Wächst das Zeug besser? Ich müsste eigentlich das da vorne auch mal umbauen. Ich müsste, ja, ich muss so viel machen, ich weiß. Das ist bei mir so. So ein Mittler, so ein Teil, das, wo sich durch alle LPs zieht, ne? Ich müsste noch so viel machen. Jetzt hoffen wir mal, dass da Sojabohnen rauskommen und weitaus besser. Na?
Hallo. Na, wie wär's? Hat keine Lust? Merk schon. Danke. Ja, und natürlich, was kommt raus? Reis. Das, was ich nicht brauche. Sojabohnen. Sehr schön. So, wenn wir Glück haben. 3, 4, 4. Okay. Nee, wir haben da kein Glück. Kein Familienhochziehen. Gut. Dann räumen wir das da weg. Dann machen wir das traditionell über das Zeug. Bin ja schon mal froh, dass ich die Hälfte der Strecke schon habe. Und keine Angst, ich mache jetzt nicht weiter, sondern ich habe gesagt, so weit, bis die Quest abgeschlossen ist. Sie ist abgeschlossen. Wir claimen. Und ich habe ein Speed-Upgrade bekommen. Oder 8. So, habe ich da schon welche? Nein, habe ich noch nicht. Das ist doch schon mal schön. Okay, dann. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11 Stück haben wir noch. Was ich auch noch zur Disposition stellen könnte, ist eine Sonderfolge. Wir züchten alles nach oben. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von sowas haltet. Dann kann ich mich daran orientieren. Wie gesagt, habe ich letztes Mal auch gefragt. Die Frage jetzt aber nochmal. Weil dann habe ich nämlich ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Und ja, dann können wir da nämlich draufhauen. So, was ich jetzt auf jeden Fall machen will, ist, ich will mit nicht mit Tinkers, mit Immersive weitermachen. Das ist Heavy Machinery. Und zwar using Kinetic Energy oder Coke. Oder Konstant. Konstantan. Ein Konstantin. Konstantan. Der eine ist ein Comic, der andere ist hier. So, for making coke coal and creosote oil, you are going to need a coke oven. A coke brick. Der coke brick wird hergestellt über Bricks. Sandstone. Ah. Oder Sand. Nee, Sandstein. Okay. Clay und Bricks. Jetzt muss ich mal runtergehen. Mal gucken, wie viel Clay habe ich noch. So, 64, 28. Das heißt, ich habe 46 Stück. Die habe ich jetzt auch schon wieder alle durchgebrannt. So, dann haust du rein, dann haust du rein. Dann hätte ich gesagt, ich schmeiß die jetzt erstmal hier alle rein. Erstmalig. Wir gehen mal hier hin. Ein Stack Charcoal rausnehmen. Wir haben Tiny. Und wir füllen mal auf. Okay. Ich hoffe, dass ich das Tiny-Zeug da auch reinschmeißen kann. Ich vergesse es jedes Mal. Ich weiß. Nein, aber ich habe ja genau, ich habe hier nochmal einen. 794 hätte ich noch gehabt. Ist egal. Okay, dann brennt es nämlich jetzt alles schön durch. Das heißt, ich brauche jetzt nämlich als nächstes Sand. Hätte ich gesagt, machen wir es gleich auf die altmodische.
Dann brauche ich bitte mein. Ups, das war der falsche. Da muss ich hin. Dann brauche ich dich. Dann haben wir da 63. Da habe ich jetzt leider auch Flint dabei. Ach nee, ich habe aber trotzdem meine Sand. So, dann habe ich jetzt wenigstens 15 davon. Ich bin ja Rindviech, aber was für eins? Was habe ich jetzt? 48, ne? Okay, dann kommst du in die Ecken. Haben wir mal 12. Du kommst dahin. Ich brauche insgesamt für die Quest 27. 1, 2, 21 haben wir. Das könnte reichen sogar. Ich brauche mir nur noch zwei. Aber ja, ich will auf jeden Fall weitermachen. Ich will davon mehr haben. So, jetzt muss ich mir den angucken. Der ist kaputt. Das heißt, du kommst weg. Das heißt, ich brauche jetzt hier ein Sawblade. Was habe ich denn hier für eins? Ein Stone Sawblade. Ich lasse dich auch mit drin. Und ich habe hier noch ein Gear dabei. Habe ich da was? Nein. Ich brauche mal bitte ein bisschen Gold. Nehme ich jetzt mal 8 Stück mit. Ich brauche Eisen. Nehme ich 8 Stück mit und ich brauche Ingwer. Nickel. 8 Stück. So, dann heißt es jetzt, hier kommen jetzt rein 8 Eisen. Hier kommen rein, ach nee, auch hier kommt das Gold rein. Ja, ich muss aufpassen. Jetzt ist der nämlich gebrochen. Ich baue den auch ganz gar nicht mehr erst auf. So, jetzt haben wir nämlich die Basic Gears hier. Wir gucken noch mal hier. Für die Basic Gears brauche ich 66, also machen wir 68. Wenn er nämlich gebrochen ist oder wenn diese Maschine dann nicht mehr im Takt ist. Dann lasse ich es jetzt erstmal hier verschwinden. Weil hier kommt jetzt mein Tinkers-Bereich hin. So, das heißt jetzt, du bist das beste Gear. Und dann gibt es nur noch das Eisen. So, ich bräuchte jetzt eigentlich noch das Cutting Blade. Habe ich da noch welche da? So, das Basic Gear habe ich hier. Also Basic unten, bessere oben. Nein, habe ich nicht. Aber jetzt muss ich mal schnell schauen. Cutting. Das Vernickelte ist das da. Dafür brauche ich das Nickel Cutting. Das brauche ich auch im Grindstone. Ah, im Grindstone. Dann hätte ich gesagt. Nein, ich mache gleich alle 8. Ha, geht nicht.
Moment einmal. Habe ich noch? Nein, ich habe kein normales mehr. Ich brauche hier beide. Die habe ich auf jeden Fall. So, was habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier das Stone Saw Blade. Bringe mich nicht weiter. Ich schmeiß das mal hier rein, weil das heißt, es kommt weg. So, und dann trage ich jetzt mal schnell die da. Alle darüber. Okay. Kommst dahin. Ich hoffe, dass ich alle hab. Sawblade. Genau, da wollte ich nämlich noch mal gucken. Sawblade habe ich jetzt nämlich nur. Ist Invar Sawblade. Das kann ich auf jeden Fall dann erstmal verwenden. Also, dann heißt es jetzt, ich kann nicht abreißen. Komplett. So, dann kann ich hier jetzt reinschmeißen den Auto-Injector. Ich kann reinschmeißen die Transportteile. Kiste kommt hier hin und du kommst dahin. So, das heißt, ich muss dich jetzt einmal opfern. Ich stelle dich jetzt erstmal hier hin. Ich stelle dich so rum. Okay, er brüllt unter mir. Das heißt, ich brauche das. Dafür habe ich ja noch den übrig. Und ich brauche noch ein Gear. Dann nehme ich gleich das Bessere. Ich hoffe, dass die noch eine Zeit lang dann hier stehen erstmal, bis die ihren wahren Ausgangspunkt bekommen haben. Receipts gibt es hier keine. Jobsaw. Jobsaw kann ich machen. Ah, okay, da kann ich Holz schneiden. Und die Plank Quarz. Alles klar, brauchen wir nicht mehr. So, dann kann ich das da. Reiße ich gleich mal alles ab. Selbe auch hier. Kann ich auch gleich wegräumen. Was weg ist, ist weg. Ich habe doch mir Kisten, ich habe doch gerade Kisten bekommen, ne? Dann stelle ich jetzt mal hier eine Kiste hin. Und da kommt jetzt alles rein, was ich momentan sowieso nicht brauche. Okay. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Kommst auch erstmal hier rein. Gear und Cutting Blade. Was brauche ich für dich? Nur ein Gear. Dann hätte ich gesagt, baue mir dich als nächstes ab. Kommst hier rein. Und ich brauche ein Gear. Du bist Maschine Nummer 3. Stellen wir dich auch andersrum auf. So. Ich habe gesagt, ich brauche ein Cutting Blade. Das war dann. Gold, ich habe Eisen.
Ist Nickel? Hätte doch noch Nickel. Will ich das verbraten? Komplett? Ich hole noch mal welches. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich schau mal nach, dass ich es jetzt irgendwo in der Kiste geschmissen habe und nie mehr finde. Nö, der zeigt mir das ja da hinten an. Alles klar. Ich mache aber gleich. Nee, dann mache ich gleich 8. Egal. So, die 4 habe ich. Das heißt Usage. Ist da 54, also 56 Ticks. Ja, ist ja gut. Ich muss das gleich da reinschmeißen. Das ist mir auch klar gewesen. Meine Lens gehen auch gleich kaputt. Wenn er nett ist. Oh, ich habe noch eine drin gehabt. Sehr schön. So, dann brauche ich noch mal ein Gear. Eins. Eins habe ich gesagt, nicht 5000. Eins. Eins davon. Eins davon. Danke. Ja, wir müssen erst mal Platz schaffen, weil sonst funktioniert es nicht. So. Du kommst dahin. Das rein, das rein. Und wir haben das auch noch. So, dann haben wir schon auf jeden Fall mal ein bisschen Platz hier am Eck. So, dann haben wir noch einen Drill Grinder, aber den lasse ich jetzt erstmal stehen. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt doch, ja. Ich brauche dich und ich brauche die Schüssel. Und brauchen wir nicht. Und dann wirst du umgewandelt. Und wir gehen hin. So, wie will ich das haben? Wie gesagt, die kommen da rein. Dann haben wir hier 3. Dann hätte ich gesagt, rupfe ich die auch raus. Du bist auch weg. Ich brauche nochmal die Schüssel. Ich hätte gesagt, dann nehme ich die ganz normalen. Du bist jetzt Circular Hess CTM. Und du bist einfach nur Circular. CTM macht eigentlich mehr Sinn da. Was bist du? Mosaik. Gut. Man sieht es zwar nicht, aber ist ja wurscht. Ja. Ich weiß es noch nicht. War das jetzt. Ich glaube, das ist 3 hoch. Und bei Immersive, wir haben ja gelernt, ist es das volle Ausfüllen. Und dann brauchen wir den. Haben wir den, wo wir das letzte Mal gecraftet haben. Und klack, und wir haben den schönen Ofen dazu. So, und wird gleich komplett versiegelt. Wir möchten ja nicht, dass hier komische Sachen spawnen. Weg. Jetzt ist eigentlich die Special Frage, kann ich den eigentlich noch drehen? Nein. Reichen noch, ja. Ich bin der Meinung, ich brauche davon mehr als einen. Also kommst in die Richtung. Kostet nichts viel. Nur ein bisschen ab.
Bauen. So. Dann brauche ich nochmal meine Schüssel. Ich brauche nochmal dich. Danke. So, aber hier kann ich den komplett zumauern. Dasselbe, was ich auch nicht wegschmeißen. Hier mache. Perfekt. Jetzt ist mal die Frage. Ich habe mit Immersive schon ewig nicht mehr gearbeitet. Gehst jetzt mal da runter. Ich müsste immer irgendwann die Bäumchen oder so. Ja. Weiß ich nicht, wo ich die hinstelle. So, kann ich dich da reinhauen? Jawohl, kann ich. Also das heißt, der macht jetzt Charcoal. Das heißt, wenn ich jetzt nochmals 27 zusammenkriegen sollte, was ich gerade bezweifle, massivst. Ja. Aber ne, dann kommt hier sozusagen, hier wird dann der Weg entstehen. Oder auch hier, dass ich sogar noch einen Platz habe. Und dann haben wir hier dann die Möglichkeit, dass wir. Ich weiß es gar nicht, das Creosote Oil. Also wir haben einen Charcoal. Der braucht aber, glaube ich, länger als der normale Ofen. Was ich jetzt schade finde. Aber ich kriege Creosote Oil raus. Oder Creosote. Spreche das die ganze Zeit schon so aus. Ich weiß, kann schon sein, dass ich es immer falsch ausspreche. Creosote. Kann ich dich. Weil GT macht das als Brennstoff. Das weiß ich. Ah, okay, also der Dynamo kann damit auf jeden Fall arbeiten. Thermal Expansion. Der Bottler kann es verarbeiten. Und da kann ich Threaded Wood draus machen. Was bist du da vorne? Nee, du bist einfach nur der Filler. Ja, schön. Muss mal rausfinden, ob man das dann zu mehr gebrauchen kann. So. Okay, das heißt, wir haben jetzt das auf jeden Fall auch fertig. Dann kann ich mal gucken. Ah, ich brauche eine Cold Coke. Aha, das geht natürlich nicht mit Kohle. Doch, das geht nur mit Kohle. So rum. Nicht mit Charcoal. Das heißt, ich muss jetzt dann auch noch schauen, dass ich an Kohle rankomme. So, du gehst mal raus, du gehst mal rein, du gehst mal raus. Okay, der hat abgebrochen. Und zieht es nicht durch. Ja, klar. Witzig. Wie denn auch? Der braucht jetzt 3 Jahre länger. Was brauche ich denn noch? Using Kinetic Energy. Kinetic Dynamo. Kinetic. Dynamo. Dafür brauche ich zwei Redstone, einen Copper Bo LV Wire. Copper Wire. Alles klar, dafür brauche ich Copper Plates. Und die Copper Plates. Die mache ich mit Kupfer und dem Hammer. Wie viel brauche ich davon?
Davon brauche ich 8. Davon kriege ich aber 4. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt 8 Kupfer. Ingots. So, dann kann ich gleich mir meine Zange rausholen. Falls ich sie noch nicht draußen habe. Wo ist die Zange hin? Bin ich beinahe gebissen. Okay, also du kommst dahin, der Hammer kommt dahin und ich habe meine Copperplate. Oh, die verbrauchen sich doch. So, dann brauche ich 2 Sticks. Jetzt weiß ich, warum, dass ich immer ein bisschen Holz da mittlerweile habe. Brauche ein Eisen-Ingot. Du kommst drum rum und ich habe eine Coppercoil. Brauche nochmal 3 und 2. 3 und 2 Redstone, die habe ich aber nicht mehr da. Waiting for Server. Ich vermute, ich werde gleich fliegen. Ja. Ist halt leider so. Aber dann mache ich hier nämlich jetzt einen Cut. Das heißt, wir werden dann das nächste Mal den Kinetic Dynamo fertig machen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer in die Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.